Das Dachbodentheater stand dieser Tage unter einer ganz besonderen Veranstaltung. Eine Dichterlesung war Anlass, dass sich der Saal bis auf den letzten Platz füllte. Und dass Hobby durchaus Qualität beinhalten kann, zeigte sich wieder einmal an diesem Abend. Ja, die Eva Scherio hat da beim Karl Sommerer da bei dieser Lesung und bei dieser Buchpräsentation ihr Schärflein beigetragen. Ja, sehr gerne. Karl ist einmal an mich herangetreten und hat gesagt, ob ich ihm helfen kann. Er hat so viele Gedichte wieder in Mundart gemacht. Er möchte die gerne wieder präsentieren. Und die Zeit- und Hilfsbörse, wie schon der Name sagt, ist immer bereit, solche Leute zu unterstützen. Und in Verbindung mit der Stadtgemeinde Bruck und dem Dachbodentheater ist uns diese heutige Veranstaltung gut gelungen, hoffe ich. Ja, und wenn wir den Karl Sommerer hernehmen, das ist ein Mann, der ist wirklich sehr beliebt in der Bevölkerung. Ja, ich glaube kaum, dass irgendeiner auf den Straßen unseren Karl noch nicht gesehen hat. Er ist ja überaus fleißig und freut sich so, dass er eine schöne Arbeit hat und die macht das so gerne und redet gerne mit den Leuten und darum ist er auch so beliebt. Ganz besonders begrüßen möchte ich... Ein Mitarbeiter der Stadtgemeinde Bruck, dessen Hobby es ist, seine Gedanken niederzuschreiben, freute sich ganz besonders über das große Interesse der zahlreich erschienenen Besucher. Karli, du hast jetzt einen großen Moment, du hast eine Lesung und eine Buchpräsentation. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich weiß nicht, ich schreibe irrsinnig gern und ich habe mir gedacht, das gehört einmal in die Öffentlichkeit aus und ich habe die Gemeinde gebeten, dass wir Unterstützung geben und haben das gemacht und ich bin irrsinnig stolz drauf. Für mich bist ja du in den Spuren des Peter Rosecker. Ja, er war immer schon faszinierend für mich und ich komme auch aus der Waldheimat, aus Krieglach und er hat mich immer schon fasziniert und ja, darum schreibe ich auch so gern. Und du hast da so Gedichteln in der Mundart, muss man sagen. Wie lange brauchst du da so für ein Gedicht? Ja, ich weiß nicht, der Rekord liegt innerhalb von einer Minute, was ich schon geschrieben habe. Da kann mein Freund, der Löscher Alexander, neben mir sein, da kann ich schreiben, da stört mich alles gar nicht. Aber da merkt man leider, kannst es fällt mir halt ein und dann kann ich drauf losschreiben. Aber schön ist, Karli, dass heute so viele Leute gekommen sind. Ja, und ich bedanke mich fürs ganze Fernsehen, auch beim MMTV und Bolle, dass ihr mich so alle also unterstützt und wünsche euch weiterhin alles Gute. Das Herz ist das Wichtigste im Leben, weil das hat uns schon viel gegeben. Die Liebe im Menschen ist einfach schön, weil sie bleibt lange auch bestehen. Jeder Mensch trägt das Herz tief in der Seele drin, mit viel Sinn. Das Herz ist immer rein, drum lasst man die Liebe auch niemals sein. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Zeit mit viel Herzlichkeit. Herr Bürgermeister, ich glaube, das war ein unvergesslicher, schöner Abend mit dem Alex Löscher und Karl Sommerer. Eine wunderbare Stunde, die wir miteinander verbracht haben. Unser Dichter Karl Sommerer, der auch ein Mitarbeiter der Stadt ist, der die Stadt, die er auch so liebt, sauber hält und mit dem Alex Löscher. Es war wirklich schön und wie man sieht, das Dachbodentheater bis zum letzten Platz gefüllt. Also mit Karl und mit Alex, mit den beiden, können wir wirklich froh sein. Und ein Kompliment natürlich, die tolle Musikbegleitung. Wunderbar, es war einfach wunderschön. Eine Veranstaltung gefüllt bis auf den letzten Platz, die Evi Scherö hat gemeint. Wenn alle so wären beim Fritz Kabinger im Dachbund, dann wäre es noch schöner. Aber vielleicht können wir ja das nächste Mal das Gleiche wiederholen. Und es gab niemanden, den dieser Abend unberührt ließ. Denn bei so viel Herzlichkeit und Menschlichkeit musste jeder Besucher ein Stück in sich gehen und den in Wort gefassten Gedanken aufmerksam lauschen.